Servus zusammen. Es wurde sich der Stanpour 500 gewünscht. Da habe ich mir gedacht, da kann ich gleich mal den DAO mit dazu nehmen. Jetzt kam heute Morgen über die Presse und Radio und alles Mögliche, dass am Präsidententag der Presi, in diesem Fall also der Biden, der Meinung ist, er muss da in Kiew rumspringen. Also ich weiß nicht, ob das so eine Art seniler Heroismus ist, aber warum geht man so ein Risiko ein? Da muss nur mal irgendwas passieren und da kann alles Mögliche passieren. Die hatten ja sogar schon Luftalarm. Also ich verstehe sowas nicht. Mir fällt dazu überhaupt nichts ein. Aber gut, wenn er der Meinung ist, dass er das tun muss, dann tja. Also, das ist der DAO. Das Erste, was mir auffällt, und ich hole es gleich größer ran, das sind die engsten Bänder, die ich weiß nicht, seit welcher Zeit im DAO gesehen habe. Das untere ist bei 53, Entschuldigung, 35, nee, 33.000, Entschuldigung, 33.574 und das obere bei 34.226. 650 Punkte. Ja, man mag aber mal denken, ja, das ist doch hier auch eng, aber das sind alles über 1.000 Punkte, auch hier in der Vergangenheit. Ich habe es jetzt nicht überprüft. Auch das hier ist größer. Ich habe es jetzt nicht überprüft, wie lange das so ist, aber das sind wirklich die engsten Bänder, die ich seit langem gesehen habe. Am Anfang des Jahres, als ich die ganzen Ausblicke gemacht habe, habe ich für den DAO geschrieben, noch keine guten Signale. Ich habe immer noch keins. Das ist jetzt hier seit Januar, ist das nichts anderes als, also eigentlich sogar schon hier seit Mitte Dezember, ist das eine Seitwärtsbewegung. Minimale Bewegungen, minimale Schwankungen, minimale Volatilität. Aber ich glaube fast, das gipfelt jetzt hier langsam. Also das ist schon für einen DAO, das sind ja gerade mal 2%. Das ist extrem wenig in den Bängern. Also bereitet euch vor, da wird irgendwas passieren. Von der Technik her sind wir leicht negativ. Allerdings, also im MACD um die Nulllinie rum, da ist nicht viel. Da kann ich hier gar nichts ablesen. Und der Oszillator ist weiter noch nach unten gerichtet. Diese beiden Chartpunkte hier. Und das ist das, hier oben ist das 34.435 und hier unten sind es die 32.939. Vielleicht kann man den sogar noch dazu nehmen. Wir gehen ein bisschen weiter runter, da sind wir bei 32.550. Die sind wichtiger als alles, was die Technik hier irgendwie anzeigt. Wenn die über- oder unterboten werden, beim Überboten, über Überbieten vielmehr, habe ich dann erst zu dem Bereich so um die 36.000 als Widerstand. Beim Unterbieten habe ich hier diese kleine Auffangzone, die ist ja wirklich minimal bei 32.550. Ja, und ansonsten eigentlich erst wieder hier 30.500. Das heißt, ich nehme das zwar zur Kenntnis, dass das hier schon recht tief ist und dass es neutral ist, aber mir reicht es nicht für eine Position. Ich werde erst aktiv und mache schon mal die Scheine rein. Ich werde erst aktiv, wenn wir diese Punkte hier rausgenommen haben. Sollten wir nach oben gehen, habe ich diese Option hier gefunden, 32.284. Da sind wir also hier drunter unter der 200-Tage-Linie. Die GZ2 WN5 ist im Moment ein 23er Hebel. Das ist keine kleine Option. Die wird dann ungefähr ein 19er haben, wenn wir hier drüber gehen sollten. Das muss aber dann der Schlusskurs bitte sein. Dann wäre das. Wer das ein bisschen mehr Sicherheitsabstand mit dem Hebel von 15 haben will, habe ich hier einen 31.517er. Sind wir hier, wo jetzt die Maus ist. Die KG 998 G wie Gustav. Bei den Puts, also wie gesagt, die Calls kommen nur dann ins Spiel, wenn wir hier drüber gehen. Nicht irgendwo hier, da kaufe ich ja nicht mal 10% von. Mache ich nicht. Ich warte, bis wir hier drüber gehen. Und bei den Puts, die ich jetzt gleich nenne, warte ich, bis wir hier drunter gehen mit dem Schlusskurs. Idealerweise sogar noch hier runter. Ja, unter der 32.350. Das ist zum einen ist das ein 35.138er, der liegt hier. Der ist noch über dem letzten Zwischenhoch, was wir hatten, Mitte Dezember. Das ist die GX7 PR0. Und dann habe ich hier 35.749er, da sind wir also schon mal weiter weg. Hier oben auch nochmal ein kleinerer Hebel von 16, der eben war 23. Das ist die KE187F. Also ich habe kein griffiges, im Moment bestehendes Signal. Aber diese beiden Punkte hier sind für mich entscheidend. Und danach mache ich eine Position auf. Momentan habe ich keine. So, und jetzt gucken wir mal ins Standpur.
So, und hier ist der Stanpur 500. Auf den ersten Blick schon ein paar andere Geschichten. Das eine ist, der liegt auch über der 200-Tage-Linie, aber unter der 20er. Die Bänder sind auch etwas enger. Das untere geht hoch, das obere kommt runter, kommt auch ein bisschen zurück. Aber der hat wenigstens seine 12% schon gemacht in dem Jahr. Da hatte ich geschrieben, gerade mal gucken, Stanpur 500, zuversichtlich. Also der hat mir auf jeden Fall besser gefallen als der Dow. Jetzt geben wir hier in allem etwas deutlicher nach als eben der Dow. Das ist ein kleines Verkaufssignal, das ist weiterhin ein Verkaufssignal. Das ist hier nichts anderes als eine Seitwärtskorrektur. Für mich ist das nicht wirklich korrektiv von 4.200 auf 4.000 und was sind wir denn jetzt, 67? Ja, 71. Das ist seitwärts. Das untere Band kommt zur Hilfe und der Chart hier mit 3.900 ist auch recht wichtig. Und kurz vorher die 200-Tage-Linie. Also der gefällt mir eigentlich, der ist ein bisschen dynamischer als der Dow. Der Dow, der döst wirklich weg. Dover Dow. Aber Stanpur scheint ein bisschen agiler zu sein. Ich mache mir das so, hier schon mal die Scheine. Da muss ich vielleicht gleich gar nicht vorlesen. Also das ist auch groß genug, das kann ich auch hier nochmal ein bisschen machen. So. Wir sind hier schon relativ ausgereizt. Das ist kein Kaufsignal, noch nicht. Ich gehe allerdings davon aus, dass dieser Bereich hier um die 4000, wo sich das untere Band befindet, wir den häufiger gehandelt haben, dass wir da eine ganz gute Unterstützung finden. Das sind auch gerade nochmal so 1,5%, mehr ist das nicht. Sollten wir das brechen, muss ich davon ausgehen, dass wir die 3940 sehen. Ich werde grundsätzlich positiv und dafür sind diese beiden Calls hier gedacht, wenn wir die 4200 mit Schlusskurs überbieten, muss ich weiter positiv werden. Dann kann man sich aussuchen, ob man den hier nimmt, den 848er oder den 738er. Das kann man sich dann dementsprechend aussuchen. Und ich muss negativer werden. Das ist eigentlich schon weiter weg. Hier bei der 3800. Wenn wir die 200-Tage-Linie nicht halten mit Schlusskurs, und dann ist wahrscheinlich auch das hier dann gleich direkt Makulatur 3100, gehe ich also davon aus, dass wir wenigstens nochmal 150 Punkte drauflegen. Und erst dann, wenn wir das hier brechen, diesen Bereich, das untere Band, kommen die Puts ins Spiel. Vorher noch nicht. Also, ich sag mal, der Stanpur ist erstaunlicherweise agiler als der Dow. Zum Handeln bevorzuge ich von beiden momentan eher den Stanpur. Der sieht aus, als ob er noch einen kleinen Schluck nehmen könnte, aber der ist bei mir noch nicht vorbei. Wir können mal ganz kurz auf die Woche gucken. Wie sieht denn die Woche aus? Ja. Kippt auch gleich runter. Also es ist in beiden Indizes ist kein Drive drin. Ich fand das zwar schön, 12% im Stanpur, okay, aber viel mehr ist es auch nicht. Da fehlt irgendeine Art Initialzündung. Jetzt will ich nicht hoffen, dass nächste Woche, wenn der Herr Putin der Meinung ist, er muss was sagen zum Jahrestag des Krieges, dass das irgendwas Böses wird. Ich sehe hier keinen echten Handlungsbedarf, weder im Dow noch im Stanpur 500. Sorry, muss ich leider so sagen. Und damit wünsche ich euch eine fette Beute und ein Happy Trading. Heute mal andersrum. Ciao, ciao.